Hallo Freunde, Hubert hier. Ich denke, jetzt ist wieder mal angebracht, ein kleines Hubert unterwegs Tour Video zu machen. Ich bin jetzt in Ungarn, wie schon vorher angekündigt und bla 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 bla. Und als nächstes bin ich jetzt auf dem Weg Richtung dieser Veranstaltung hier. Weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich denke schon. Und zwar im Butzak, ja, am 21.12. Das ist auch in der Nähe vom Balaton, also von tollen See da und wunderbare Restaurants immer, wo sich da die deutschsprachige Gemeinschaft trifft. Dieses Mal mit dem Hans-Joachim Müller zusätzlich. Und das ist wunderbar, den kenne ich jetzt schon seit 2020. Nicht persönlich, aber habe immer seine Interviews und so gerne angesehen. Was ist da jetzt wieder los? Ist schon wieder aus oder wie? Na, okay, wurscht jetzt. Na, wurscht. Ja, ich kann euch nur eines sagen. Es ist wunderbar hier in Ungarn. Es gefällt mir wirklich wunderbar. Und interessanterweise ist es nämlich wirklich so, dass ich eben, wie ich das erste Mal da herunten war, bei diesen Restaurants immer wieder sehr, sehr höflich, nur ganz normal unter Menschen kommunizieren konnte, sei es jetzt mit den Restaurantbesitzer oder mit bla bla bla. Und die haben ja alle einen Parkplatz vorne und so weiter und so fort. Und natürlich einen Internetzugang. Wirklich, ja? Jetzt war ich ja schon hier herunten einmal, da am Plattensee, schon voriges Jahr im Sommer. Habe ich eine Radeltour gemacht, Freunde da aus dieser Community und so weiter und so fort. Also ich muss wirklich sagen, immer wenn ich da runterfahre, tut sich auch so im geistigen Bereich sehr viel in meinem, wie sagt man da am besten, in meiner Sichtweise oder so. Ja, ich fühle mich da unten eigentlich sehr, sehr wohl, wirklich. Es ist wirklich sehr, sehr wohlend, hier sich zu fühlen. Auch mit den Menschen und so. Okay. So, jetzt bin ich da im Hotel Crystal wieder. Und das Schöne war, ich fahre am Parkplatz rein, schalte das Internet ein. Und was ist, ohne mich einzuwählen, mit Code und so, automatisch bin ich schon im Internet. Wie schön, ha? Sicher, das habe ich im Sommer da ja bereits etablieren können. So, jetzt stehe ich am Parkplatz, am überwachten Parkplatz hier, an diesem tollen Hotel. Bezahle für einen Tag am Parkplatz mit Videoüberwachung. Bezahle dafür auf diesem Parkplatz für einen Tag und natürlich die Nacht 4 Euro. Also das ist wirklich... Nichts, okay. Gut, dann einen schwarzen Kaffee, Espresso, umgerechnet ungefähr 1,30 mit Milch und Wasser. 1,30 in Euro. Mhm. Wow. Gestern habe ich Mittag gegessen dort in dieser Pizzeria, wo ich so auf dieser Zwischentour dann ab diesem Platz da gefunden habe. Und es passt alles. Es passt alles wunderbar. Ich freue mich schon auf den 21. hier. Und wie gesagt, in diesem Sinne, Freunde, einen kleinen Zwischenstand. Unrasiert, schon wieder mal. Ich würde mich sehr freuen, ich habe ja da mit Gabriele Bolanz zwei tolle Interviews gemacht, ja, in Bezug auf mein Buch, eins, ja, Spuren verlorener Erinnerungen, wo bei diesen Treffen da, bei diesen Auswanderern und so, die was ja auch manche aus der Schwurbler-Szene kommen, ein sehr interessiertes, in Bezug auf das Thema, wisst ihr,
außerhalb vom Körper zu sein und dieses halt das spirituell auch manche interessiert sind. So. Sehr schön. Und auch meine Bücher dann erwerben. Na gut, wie auch immer, heute treffe ich mich, oder morgen werden wir sehen, weil bis zum 21. ist es der Donnerstag, treffe ich mich mit dem Ignaz, Bert. Ja. Wunderbar, könnt ihr reingehen auf Telegram. Ja. Er hat da einen Kanal, und zwar Ungarn, Auswanderer Ungarn. Ja. Ungarn. Auswanderer Ungarn, Deutsch. Ja, geht's einfach da rein, gebt den Suchbegriff ein. Und da gibt es sehr viele Rubriken, falls sich da jemand sehr interessieren sollte oder auch nicht, könnt ihr da reingehen und nachschauen. Und ich werde mit ihm ein Interview machen, ein Interview für meine Community, für euch, die was dafür Interesse haben natürlich, wenn ich da komme, immer wieder ausschalten, oder? Gut, Freunde, in diesem Sinne, Rasur wäre angebracht, mal schauen. Ich tue, wenn ich es tue, so wie ihr tut, was ihr tut. Punkt. Hubert.